Entschuldige. Wir sind spät dran. Es gab schon wieder Ärger, weil ein weiterer Mob Fordula an die Gurgel wollte. Ich konnte gerade noch einschreiten und die Leute von ihrem grausamen Vorhaben abbringen. Aber damit will ich dich jetzt nicht behelligen. Ich will mit dir vielmehr über zwei Gefangene sprechen, die von Arenwalds Einheit in den Zinnen aufgegriffen wurden. Zunächst hielt man sie aufgrund ihrer Uniformen für galeische Soldaten, aber das hat sich als Täuschung herausgestellt. Die Gefangenen sind Yuyu Hase und Laurentius, der klägliche Rest von Ilberts abtrünnigen Kristallstreitern, die uns entwischt waren. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Befreiungskämpfer zur Beschwörung von Shinryu geopfert werden konnten. Wie würdest du sie bestrafen? Trotz ihres heimtückischen Verrats willst du ihr Leben verschonen? Du hast ein gutes Herz. Die beiden werden sich vor einem Gericht der Eoseischen Allianz verantworten müssen. Ich werde deine Meinung an die Richter weiterleiten. Das war es, was ich dir mitteilen wollte. Aber hast du noch etwas Zeit für mich? Dann lass uns ein paar Schritte zusammen gehen. Ilbert hat auch dir übel mitgespielt. Und ich, Hornochse, trage eine Mitschuld daran, dass er auf den falschen Weg geraten ist. Das tut mir leid. Der Bund der Morgenröte, mit dir an der Spitze. Pippin und die anderen Offiziere der Eoseischen Allianz. Und all die Freiheitskämpfer. Euch habe ich die Rückeroberung meiner Heimat zu verdanken. Die Übergangsregierung ist auf einem guten Weg, den Staat neu zu ordnen. Bald werden Ruhe und Ordnung einkehren. Danach will ich nach Uldar zurückkehren und wie bisher Sultana Nanamo dienen. Vater! Ich habe natürlich daran gedacht, hier zu bleiben. In Alamigo, der Stätte meiner Geburt. Wenn ich ehrlich bin, würde ich am liebsten als einfacher Söldner mit dir durchs Land ziehen und Abenteuer erleben. Aber ich habe Sultana Nanamo die Treue geschworen. Mein Schwert gehört ihr. Und diesen Schwur werde ich nicht brechen. Vater, sprichst du wirklich mit der Stimme deines Herzens? Natürlich. Mein Schwert und mein Herz sind eins. Ich weiß nicht genau warum, aber mir war wichtig, dass du das weißt.